Dann wollen wir mal zurück in die Polizeistation. So, jetzt kann ich's stehen lassen. Los runter da und verschwinden. Los, schnell, schnell, schnell. Die Polizei darf uns nicht sehen. Ich denke, wir haben hier alles Gute unter Kontrolle, oder Michael? Ja, das sieht echt gut aus. Rex ist auch bei uns und die Verbrecher kommen so garantiert nicht in die Polizeistation. Wir haben hier alles im Griff, Sabine. Das finde ich auch. Und jetzt wieder Konzentration. Ich behalte die Seite im Auge und du die andere. Okay, so ist der Plan. Hier drüben sieht man auch nichts. Alles super. Hier kommt kein Verbrecher dran. Wir haben alles im Blick und das Scharfschützengewehr ist auch geladen. Du hast ja das neue Modell. Zeig mal her. Wow, das wurde dir schon ausgeliefert. Mann, ich dachte, das bekommt nur das SEK. Nein, auch ein paar von der normalen Polizei haben das Gewehr bekommen. Sehr gut, sehr gut. Das finde ich ja mal klasse. Moment, wer kommt denn da hinten? Ach, das ist nur die Polizistin auf diesem komischen Elektrofahrzeug. Da kann ich dir nochmal zeigen. Wow, das sieht echt gut aus. Dann wollen wir mal zurück in die Polizeistation. So, jetzt kann ich stehen lassen. Los runter da und verschwinden. Los, schnell, schnell, schnell. Die Polizei darf uns nicht sehen. Oh Gott, Hilfe. Psst, nichts sagen, sonst endet das für dich nicht gut. Okay, okay, ich komme ja schon mit. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Schnell, schnell, schnell. Sie dürfen uns nicht sehen. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt nach links. Geh in Deckung. Moment, was ist denn da los? Da ist doch gar keine Polizistin mehr. Wieso ist denn dieser komische Elektrofahrzeug alleine? Oh Gott, ich glaube, die nächste Polizistin wurde entführt. Das kann doch nicht wahr sein. Was? Rex, was? Da ist niemand mehr. Rex kann niemanden jagen. Verdammt, das ist meine Schuld. Ich habe dich abgelenkt. Ich hätte nicht weggucken dürfen. Oh nein, jetzt ist die Kollegin auch verschwunden. So langsam gehen uns die Polizeikräfte aus. Wir müssen das SEK informieren. Sabine, halt du die Stellung hier. Wir müssen zum SEK-Einsatzzentrum. Weißt du, was wir hier an der Polizeistation sollen? Nein, keine Ahnung. Ich denke mal, sie wollen uns wieder irgendwas anhängen, was wir nicht waren. Das glaube ich nicht. Komm, wir fragen mal. Wow, was ist denn hier los? Warum ist denn die Zentrale so schwer bewacht? Anscheinend ist da irgendwas vorgefallen. Okay, ihr zwei, rein mit euch. Da drinnen warten Robin und der Rest von den SEK-Beamten. Wir haben einen Auftrag für euch. Los, geht in die Zentrale. Dann wollen wir mal rein. Mal gucken, was die von uns haben. Ja, lass uns mal schauen. Jetzt bin ich aber auch neugierig. Tür ist gesichert. Okay, sehr gut. Also, Langfinger und Phantom, ich habe einen Auftrag für euch. Seid ihr bereit, etwas für uns zu erledigen und ihr bekommt dafür auch, was ihr wollt im Gegenzug? Egal, was wir wollen. Nicht alles, aber vieles. Was genau sollen wir machen? Es geht darum, dass wir euch gerne bewaffnen würden und euch gerne für eine Mission bei uns im Team begrüßen würden. Nein, zur Polizei werde ich niemals gehen. Und ich auch nicht. Okay, okay, dann eben nicht in unserem Team, sondern als eigene Agenten, so könnten wir es mal sagen. Das hört sich doch schon viel besser an, oder Phantom? Ja, das hört sich gut an. Wir brauchen dafür aber eine gute Bezahlung, sonst würden wir nicht für euch arbeiten. Okay, das geht klar. Ihr arbeitet für uns einmal und werdet dafür königlich bezahlt. Das hört sich sehr gut an. Okay, und was sollen wir machen? Es geht um diese zwei neuen Verbrecher. Ihr wisst ja, wer sie sind. Nein, wir kennen nur einen von ihnen, oder Phantom? Ja, ich weiß nur, wie einer aussieht. Ja, und der zweite wird nicht weit sein. Ihr müsst für uns die entführten Polizisten finden und die neuen Verbrecher. Dann müsst ihr uns sie helfen festzunehmen und dann bekommt ihr eure Kohle. Das werden wir machen, oder Langfinger? Na klar! Okay, überreicht ihm die neue Waffe. Jetzt ist es an der Zeit. Das mache ich, Robin. Ich gebe dem Phantom die Laserwaffe und Langfinger bekommt das neue Scharfschützengewehr. Richtig. So, ihr zwei, jetzt seid ihr ausgerüstet. Denkt ihr, das reicht? Na klar, mit den Dingern machen wir alle fertig. Aber wie soll ich mit dieser Laserwaffe hier schießen? Ich habe sowas noch nie bedient. Das werde ich dir gleich erklären. Am besten fahren wir mal zum Trainingsplatz und werden das mal üben, wenn es für dich in Ordnung ist, Phantom. Aber dafür müsstest du bei uns ins Polizeiauto steigen. Langfinger, sollen wir das machen? Ja, komm, das wird schon klar gehen. Okay, dann gehen wir mit euch mit auf den Übungsplatz. Moment, Moment. Da draußen kommen zwei Leute. Alle auf Position, los. Die Zentrale verriegeln. Schnell, schnell, schnell. Okay, Langfinger und Phantom, ihr passt euch ja schon sehr gut an. So gefällt mir das. Wer ist das denn da draußen? Sind das die neuen Verbrecher? Nein, das sieht so aus, als ob das Michael ist. Okay, und ist noch jemand dabei? Ja, der Scharfschütze vom Helikopter. Okay, dann hören wir uns mal an, was sie zu sagen haben. Alle raus. Wir machen uns auf den Weg zum Übungsplatz, aber davor hören wir uns an, was sie noch zu sagen haben. Robin, die nächsten Polizisten sind verschwunden. Oh nein, wer ist es dieses Mal?
Es ist die Polizistin, die auf dem elektrischen Fahrzeug immer unterwegs war. Oh nee, das kann doch nicht wahr sein. Wie konnte das passieren? Ihr habt doch beide Richtungen beobachtet. Ich habe den Scharfschützen abgelenkt und in dem Moment hat er anscheinend zugeschlagen und hat eine weitere Polizistin entführt. Ihr müsst den langsam mal bekommen. Wir machen uns gerade auf den Weg. Wir finden die, macht euch keinen Kopf. Wir haben auch zwei neue Mitglieder, Phantom und Langfinger. Wie, sind die jetzt bei der Polizei? Nein, natürlich nicht. Nein, wir werden nur helfen, die Verbrecher zu bekommen. Und dafür werden wir königlich bezahlt. So wie sich das gehört. Und ich bin auch neu bewaffnet mit dieser Superlaserwaffe hier. Zwei Verbrecher, stellt euch darauf ein, dass wir euch platt machen. Dieses Mal gibt's keinen Entkommen vom Phantom. Und Langfinger!